Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend of the Edition Enderal. Und ja, heute geht's ins Adelsviertel. Dann brauchen wir noch den Hafen und dann haben wir komplett Ark entdeckt. In so knapp 15 Folgen, ne? Ist halt für eine Stadt schon echt groß. Ich sag mal so, die normalen Skyrim-Städte sind da doch deutlich kleiner. Also wenn ich mir jetzt... Das so... Ich hab irgendwie... komische Kabel bei meinem PC. Gut, wenn ich mir also vorstelle, also selbst Einsamkeit und das ist ja schon so die größte Stadt, also da will ich mich halt nicht, wenn ich alles durchgucke, 4-5 Folgen aufhalten. Also da ist diese Stadt doch größer. Aber man hätte sie noch größer machen können, indem man jedem Menschen da noch mehr Sprechrollen gibt. Suche Beschaffer alter Dinge gegen extravagante Bezahlung. Besuche mich in meiner Werkstatt im Adelsviertel, neben dem Badehaus. Gerai dal Derubin. Schreitet wohl. Was? Ach, guck mal, die Bibliothek. Mal fast zum Gruß, werte Frau. Kann ich euch für eine Ware aus meinem exquisiten Sortiment begeistern? Alter, eine Bibliothek. Hat nichts mit Sortiment zu tun. Da gehst du rein. Mal fast zum Gruß, werte Frau. Vielleicht zeig mir mal, was ihr habt. Ich bin mir sicher, ihr werdet etwas finden. Danke. Was ist die Enzyklopädie Arcana? Kluge Junge. Ja. Das ist ja... Möge sein Licht euch leiten. Nicht viel. Kommt was? Wieder, wenn ihr Zeit dazu findet. Lyrische Ergüsse und andere Fluide. Ein Leitfaden zu Prinz Wieds Poesie. Was? Leitfaden zum Verständnis der gesammelten Werke von Prinz Adure. Ah, ja gut, da wir in einer Bibliothek sind, können wir ja auch mal wieder so eine kleine Lesefolge machen, ne? Prinz Adrieu von Miet ist ohne Frage einer der bedeutendsten Dichter unserer Zeit. Zahllose Intellektuelle von ganz Wien reisten bereits nach Ark, seiner Wahlheimat, um dort den passionierten Vorträgen des Künstlers zu lauschen. Geschickt verbindet er klassische Metrik mit leidenschaftlicher, urtümlicher Klangmalerei, um so seinen innersten Gefühlen auf nie dagewesene Art und Weise Ausdruck zu verleihen. Dennoch bezeichnet ein hoch angezeichnet kyrianischer Gelehrter seine Werke einst als stellenweise sehr herausfordernd, selbst für einen geschulten intellektuellen Verstand. Und wünscht nach einer Interpretationshilfe für die geistigen Ergüsse des literarischen Lichtgeborenen. Dieses Büchlein erfüllt genau diesen Zweck. Es soll dem interessierten Poesiefreund helfen, ein tieferes Verständnis der genialen Geistesblitze des Prinzen Adrieu von Miet zu erlangen. Eine Warnung vorweg: Wenn ihr Bücher von Jonas Schmied zu eurer Sammlung zählt, solltet ihr dieses Werk sofort in Flammen übergehen, da euch die visionären Gedankengänge Miets ohnehin verschlossen bleiben werden. Also bisher ist das Buch aber noch nicht wirklich schön geschrieben, als dass ich sagen würde, das könnte so ein kompliziertes Werk erklären. Werk 1. In den Fesseln der Lust. Shades of Grey oder was? Einst stand ich auf den nassen Felsen vor Nymphen aus vergangenen Zeiten. Sinnlich, wie die süße Sünde, verführen sie mich mit kecken Reizen. Lecker schmeckt wie Kirschen. Wie sie die Brüste an mich reiben, bringt mein Poetenherz zum Leiden. Weh, weh, weg, weg, weg. Sie schürzt die Lippen tief und rot, durchtriebenes Spiel, welch tiefe Not. Brachiale Lust. Mit starkem Willen, kaum nach Kraft, habe ich's dann schließlich doch geschafft. Yippie. Was ist das? Unmissverständlich schildert der Poet hier den Kampf eines Seefahrers gegen die Betörungskraft der Feuernymphen, die den Legende nach in den Buchten des namensgegebenen Meers zu finden sind.
Messerscharf und dennoch sanft beschwört er in der ersten Strophe machtvolle Bilder, die durch Worte wie vergangen, nass und Zeit eine dramatische Note erlangen, welche an die Zeit der endraelischen Epik erinnert. Aber kaum haben wir uns durch seine wohlgewählten Worte behutsam fallen gelassen, reißt er uns sofort mit einem scheinbaren Stilbruch aus der trügerischen Sicherheit. Schreien uns die Zeilen archaisch entgegen und erwecken in uns sofort Gefühle hemmungsloser Lust und Versuchung. In der nächsten Strophe zieht uns das renommierte Genie noch tiefer in den Strudel der Sexualität, als er wortgewandt beschreibt, wie die Nymphen unser lyrisches Ich voller Weiblichkeit zu ihnen und damit in den sicheren Tod zu treiben versuchen. Für einen kurzen Moment wird der Held schwach, was sich in den Worten lecker schmeckt wie Hirschen äußert, die voller Sarkasmus auf die urtümliche Hilflosigkeit, in der uns je nach Präferenz eine schöne Frau oder ein schöner Mann reißen kann, hinweist. Bewusst wählt der Poet mit der Kirsche eine sinnlich süße Frucht, was einen Bezug zum zweiten Vers herstellt, und die erbarmungslose Zwickmühle symbolisiert, in der sich der lyrische Held nun befindet. Soll die Flucht oder die Frucht auch hier wieder eine tiefsinnige Alliteration unterscheiden, sich die beiden Worte doch nur in einem Buchstaben ergreifen. An seinen Gefährten und seine Heimat in Ark denkend, steigert der Dichter in der folgenden Strophe das Leid des geweihten Seemannes ins Unermessliche, als sich die Nymphen ekstasisch an seinem Körper reiben und ihn die Rundung ihrer prallen, wohlgeformten Lustknospen spüren lassen. Erstmals kommt es in den gutturalen Lauten durch das endlose Leid zum Vorschein, das sich nun im Herz des lyrischen Ichs breit macht. Weh, weh, weg, weg, weg. Auch hier verwendet der visionäre Poet wieder bewusst eine Alliteration. Schließlich erreicht das unartige Gedicht in der vierten Strophe seinen emotionalen Höhepunkt. Während die lüsternen Meerjungfrauen den Seemann weiter mit ihren Reizen in den Abgrund zu ziehen versuchen, explodiert in dessen Kopf förmlich ein Sturm aus Zweifeln, Existenzangst und wegeloser Versuchung. Brachiale Lust. An dieser Stelle sei anzumerken, dass der Poet die Worte brachiale Lust nur widerwillig hinzugefügt hat, um einen seinen nicht ganz so belesenen oder versuchenden Intellektuellen das Thema seines lyrischen Meisterwerks greifbarer zu machen. Eine Tugend, die nur wenigen Wächtern besitzen und die eindeutig für die menschliche Größe des Prinzen spricht. Dann wird der beglückte Leser schlussendlich erlöst, mitgenommen und den herzerreißenden, epischen Kampf eines ehrlichen Mannes gegen seine ursprünglichen Triebe. Um das von der Emotionalität des Gedichts mitgenommene Gemüt des Lesers nicht allzu melancholisch in die Realität zurückzuführen, fügt das Genie noch ein müdes Yippie an das Ende des letzten Verses. Ein verzweifelter, erleichterter Ausruf des tapferen Seemanns, der jene schicksalsträchtige Begegnung mit den lüsternen Dämonen nie vergessen wird. Das ist ein Scheißgedicht. Also ganz ehrlich. Es ist ein Scheißgedicht, eine Scheißanalyse. Also es ist ein absolutes Drecksgedicht mit einer Drecksanalyse. Dieses Gedicht ist einfach nur ein Wichsgedicht. Und dieser Typ analysiert das. Weißt du, du könntest das auch anders verfassen, ne? Ich habe ein Gedicht von Schiller, was scheiße ist, sage ich mal. Ist nicht möglich, aber sagen wir es mal, ne? Zum Beispiel, Schiller kennen viele. So. Dann analysiere ich das und der Text, der da drin steht, ist eigentlich nur: Oh, Schiller. Oh, der Schiller ist so geil. Schiller ist der Beste. Oh, alles, was Schiller sagt, ist gut. Egal wie beschissen das ist, ich muss das irgendwie verpacken als gut. Oh, Schiller, Schiller. Weißt du, so klingt diese Analyse. Das ein Scheiß ist das. Alles da drin. Nein, nein, nein. Ich sag einfach nein. Zum Gruß, das werte ist Frau. Ein beschissenes Scheißgedicht ist das. Begeistern? Ey. Alter. Mal fast zum Gruß, werte Frau. Ja. Kann ich euch für eine Ware aus meinem exquisiten Sortiment begeistern? Unfassbar, dieses Buch. Nein. Kann ich euch für eine Ware aus meinem exquisiten Sortiment begeistern? Ich bin komplett, nein. Es ist einfach nein. Stehlenbücher. Da war eine kleine Bücherei mit so wenig Büchern nur. Warum kann ich die alle nicht auswählen?
Finde es auch ein bisschen schade, dass in jedem Buch irgendwie nur so eins ist. Ja? Ja? Alle Gutbücher darf ich eigentlich auch klauen, das ist nicht mal so schlimm. Was steht denn hier drin? Das sieht so klein aus. König Lüstern und die Bauernmagd Devotia von Jonas Schmied, verzweifelter Gelehrter. König Lüstern, so rufet ihr jeglichen Bediensteten des Schlosses hier herbei, auf dass er eile, eile ganz nach meinem Wunsche, mir zu helfen aus meiner misslichen Lage. Wie lang geht das Buch? Also ist ja kurz. Ach, das ist ganz kurz. Ach, das ist ja harmlos. Kammerdiener. Achso. Ach nee, warte. Nee, doch. Ich muss, weil ich ja einen Monolog vortrage, muss ich die Rollen besprechen. Kammerdiener. Sehr misslich, Eure Majestät. Ausgesprochen misslich. König Lüstern. Lasset den, der diese wegelose Schundwerk geschaffen, morgen noch enthaupten. Rollen sehen will ich seinen Kopf. Hineinsehen in die toten Augen und schmähend grinsen über seinem starken Gesicht. Nicht ohne weiteres darf dieser Unhold mir davonkommen. Kammerdiener. Wie ihr wünscht, Euer Majestät, wie ihr befehlt. Seiner Zunft hat Schande erbereitet. Nichts als Gram und höchste Wut empfinde ich für diesen Scharlatan. Die königliche Rüstung soll er schmieden. Des Königs glänzend Panzer mit Gold entlohnt habe ich ihn. Mit Gold entlohnt für diese lasterhafte Arbeit. Seht nur, mein Kammerdiener, der Harnisch lässt sich nicht mehr öffnen. Das Scharnier, es klemmt. Oh, ich sehe sehr wohl, was dem König zu beklemmen scheint. Beklemmen bloß tut mich das beklemmende Scharnier nichts weiter. Doch beklemmt es nicht nur meinem Geist, sondern vielmehr auch die physische Natur meines ach so holden Körpers. Beklemmend, klemmend tut das klemmende Scharnier des Königs klemmende Juwelen. Nun holt mir schon diese restlichen Bediensteten auf, dass sie das, die beklemmen und recht missliche Lage ein für allemal entklemmen. Mag Devotia. Ich bin schon hier, mein großer König. Devotia. Großkönig Lüstern. Seht bloß, Bedienstete, das Scharnier, es klemmet mir im Schritt. Des Königs glänzend Kronjuwelen sind beengt in ihrer physischen Natur. Mag Devotia. Mein Herr, recht misslich ist die Lage. Jüngst polierte ich die Lanze des holden Ritters Exiberas. Noch voller Öl und Eisenschmiere sind die Hände mir. Sicher würde ich abrutschen beim Versuche, euer Kämmerchen zu lüften und die Klemme zu entklemmen. Ich selbst kann's nicht entklemmen, fremde Hand brauche ich dafür. Welch grausig Tag, die blaue Linie ist in Gefahr. Wer soll des kinderlosen Königs Erbe sein, wenn die Juwelen doch nach der Klemme der Verklemmung nicht mehr glänzen und den Wert verloren? Was redet ihr denn, Kammerdiener? Ihr zweifelt an der Zweckdienlichkeit des königlichen Goldes. Anderes will ich euch beweisen, Devotia. Devotia? Ja, mein großer König. Wenn ich dich so sehe, wird das beklemmend Klemmen bloß noch beklemmender, als wird der Raum, in dem die Kronjuwelen ruhen, immer kleiner. Oder der Großmut und die Güte Euer Majestät wird bei meinem jämmerlichen Anblick bloß noch größer. Hört ihr's, Kammerdiener, unerwartet groß wird mir der königliche Großmut. Seht nur, das Scharnier, es löset sich von selbst, die Nieten platzen, die Schrauben fliegen, aufgesprengt ist's freilich das Königs Kronjuwel. Das ist einfach so ein Verarschehuf, was ist das denn? Finde ich gut. Gefällt mir, muss ich sagen. Ah, schick. Als Korb brauche ich ihn nicht. Nee, gefällt mir wirklich. Das fand ich gerade ein bisschen lustig. So, noch mehr Lauch klauen. Ich brauche ja schließlich Essen, ne? Schicke Bücher hier. Oh, was ist denn in dieser Truhe? Eine Silberwanne. Nichts Besonderes. Da sind wahrscheinlich die wichtigen Bücher. Die Gutenberg-Bibel oder so. Der Heilige Orden. Auf 5 Minuten habe ich noch. Das heißt, wir setzen uns hin. Und jetzt wird ein Buch gelesen. Vielleicht habe ich ja irgendeins, was nicht so lang ist. Das kann ich ja nicht lesen. Das habe ich schon gelesen. Ein Dorf in Aufruhr. Ich
Ich muss halt vorher gucken, wie lang das ist, damit das in die Folge passt. Na, guck mal, das ist ein bisschen lang dafür. Die Folge. Der verlorene Gigant. Oh, das kostet schon deutlich mehr. Ne, das ist auch. Ich brauche so ein Kurzbuch. Also wirklich nur eine ganz Kurzgeschichte. Schlechter von Arc sowieso nicht. Der Pfad, Buch 5, die Hungertage. Eigentlich will ich diese ganzen Bücher, fällt mir gerade mal so auf, so Schlechter von Arc und der Pfad vielleicht doch alle als eins dann immer lesen. Mache ich vielleicht doch nochmal. Ist vielleicht besser. Der Heilige Orden. Ist das vielleicht kürzer? Ja, und das ist ein Sachbuch. Das ist eigentlich immer gut, weil da muss man nicht so, so einen lyrischen, melodischen Vorleseweg haben. Naja, die Zeit wird kurz. Wir lesen Der Heilige Orden. Der Heilige Orden erhütet und herrscht von Anbeginn der Zeit bis zum heutigen Tage, eisern und unumstößlich. An seiner Spitze steht der ehrwürdige, lichtgeborene Malphas. Der Orden ist seit jeher die treibende Kraft Enderals, in politischer wie auch in religiöser Hinsicht. Bis zur Erschließung des Landes gehen seine Wurzeln zurück, als Wün noch jung und das vergangene Meer noch blau und rein war. Das Auge, in dem die Schlange wohnt, wacht über alles und jeden. Seine Hüter in Rot, seine Arkanisten in Weiß gewandet, tragen seine Lehren in die Welt hinaus. Als höchste Institution in Enderal legen ihm die ewigen klaren Prinzipien des Pfades zugrunde, seinen Mitgliedern ihren festen Platz unter Malphas segensreichen Mantel zu weisen. Direkt unter dem göttlichen Malphas steht das Amt des Großmeisters, dem die militärische Entscheidungsgewalt über Enderals Truppen obliegt. Sein Zugriffsbereich erstreckt sich über Stützpunkte auf mehreren Kontinenten. Er wird ebenfalls verehrt, wenngleich nicht in demselben hohen Maße, dass Malphas in seiner Göttlichkeit zuteil wird. Mit dem Amt des Amre des Tusses, seinem Stellvertreter und Platzhalter, bildet der Großmeister das vierte und höchste Siegel des Ordens. Unter dieser Machtspitze folgt das dritte Siegel, an dem sich die Hierarchie in zwei Zweige aufspaltet, den militärischen und den arkanistischen, repräsentiert vom Siegelführer und dem Erzmagister. Ein neues Ordensmitglied beginnt seine Laufbahn zunächst als Novize. Zu einer Aufnahmeprüfung als Novize oder Novizin werden meist nur reinblütige Enderaeler, oft Adelige, zugelassen, die sich in den Folgejahren in einem Noviziat beweisen müssen und das erste Siegel aufsteigen dürfen. In Ausnahmefällen werden jedoch auch Prüflinge an den Orden herangeführt, die ihrer besonderen Begabung wegen als geeignet gefunden wurden. Als ein solcher Missing-Do auserwählter Missing-Do ist es nicht einfach, unter den Novizen mit höherer Reputation zu glänzen. Doch einige Beispiele beweisen, dass auch jene es weit bringen können. Alljährlich findet eine Prüfung statt, welche die Stärke des Geistes auf eine auszehrende Probe stellt. Nur die allertalentiertesten Novizen und Novizinnen dürfen sich in dieser Prüfung miteinander messen, weshalb manche eine lange Zeit auf diese Chance warten müssen. Aus dem Noviziat heraus entwächst das erste Siegel. Die Armee und die Stadtwache sind bei der Hierarchie des Ordens eng verzahnt. Bannermeister am zweiten Siegel des militärischen Pfades und die Kommandanten der Armee stehen auf derselben Befehlsebene. So bleibt gewährleistet, dass sich die volle Kontrolle über die Streitkräfte im Schoße des Ordens befindet. Der Klerus besitzt zwar in Person des Hohepriesters durchaus Einflüsse im Orden, ist selbst aber nicht in seine Ordnung eingebettet. Wie die Streitkräfte untersteht er dem gewaltigen Einflussbereich der Macht des Ordens und als zentrales Organ und Bewahrer von Recht, Glaube und Ordnung in Enderal. Juristische Urteile werden im Tribunal gefällt, eine dem Orden unterstehende Einheit aus 13 Gesandten des Volkes. Es wird fünfjährlich aus allen gesellschaftlichen Schichten zusammengewählt. Ja. Und damit würde ich sagen, haben wir auch die Bücherei, die Bibliothek geschafft und gehen jetzt nochmal kurz raus. Was alles wir denn? Machen eine Cut. Bis dahin und tschüss.